Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Im letzten Part sind wir möglicherweise weitergekommen. Wir haben in Erinnerung einen Riesenkönig gekillt. Was irgendwie voll weird war, die Szene. Irgendein Krieg zwischen... Moment. Wo laufe ich denn hin? Es ist das falsche Bonfire. Moment. Hier muss ich hin. So, genau. Und der Witz ist, diesen ganzen Laufwegs-Scheiß hätte ich mir schenken können. Wenn ich die Türen in der richtigen Reihenfolge gemacht hätte. So, Moment, für die paar HP brauche ich kein Essensflask auf. So, hier ist noch einer von euch auf, ne? Ne? Oder wacht ihr nur auf, wenn ich den Königsring nicht trage? Lies mir jetzt auch mal die Rüstung vom Aura ein bisschen im Detail. Ihr habt an den ich habe, wie man an den Seelen sieht, auch nochmal ein Level abgemacht. Ja, wieder auf HP, Ausdauer und Belastung, weil Schaden mache ich genug. Beziehungsweise scaled der Schaden nicht so hart, dass ich da jetzt noch lange reinzeln großartig lohnen würde. Wobei, wenn ich denke, dass ich die letzten 20 Level-Ups in HP, Ausdauer und Belastung geskillt habe, würde möglicherweise doch auch ganz gut Stärke zusammenkommen. Ich glaube, ich habe dann auch genug von dem Zeug. Kann ich eigentlich inzwischen den Helm vom Schmelzerdämon tragen? Würde mich interessieren. Da bin ich deutlich davon entfernt. Weil der ist nicht nur schwerer als der Aurorenhelm, sondern der Aurorenhelm erhöht ja auch noch meine Belastung. Komplettes Schmelzerdämon-Set wäre halt geil, weil ich dann halt sehr viel weniger Feuerschaden kriegen würde. Beziehungsweise ich kriege jetzt ja schon sehr viel weniger Feuerschaden. Aber der Helm muss halt nochmal reduzieren. Ach, holen wir den nochmal. Warum denn nicht? Moment mal, wieso ist der Nebel wieder hier? Ich sag nicht, der Boss ist respawned. Nee. Neuer Boss. Was auch immer der darstellen soll. Interessantes Kleid. Erstens, wo ergibt das Sinn? Zweitens, wer bist du? Die Schwester von Neith? Nee, nicht Neith, wie hieß der? Ah, das sind Flüche, okay. Lito, so hieß der. Komm ich auf Neith? Ach, keine Ahnung. Nito, so hieß der, ja. Ich keine Ahnung, wie ich auf Neith gekommen bin. Neith ist ein Gottheit in Smite. Au. Okay, die cursed mich. Und lasert mich natürlich in der Sekunde weg, in der ich mich heilen will. Fick dich. Die Angriffe waren relativ träge, sollte glaube ich auch ohne Summon gehen. Trotzdem sehe ich nicht an, warum ich darauf verzichten sollte, wenn ich eine habe. Der Gestalt. Menschenbild, wo haben wir dich? Da haben wir dich. Zumal ich durch Verfluchen und dann Sterben ja doppelt HP verliere. Also doppelt Max-HP. Also gehen wir rein. Denken dran, die Wärme wieder aufzustellen. Und dann machen wir es nochmal. Und auch den Ring der Klingen wieder anzulegen, habe ich nämlich wieder vergessen. Na komm, quetsch dich durch. Danke. So. Ton des Verlangens, ja, blablablub, den Scheiß kennen wir.
So, runter geht's. Warum ist es eigentlich so zerklüftet? Hier kann doch überhaupt kein Wind durchwehen. Ich meine, hier ist ja zu. Außer hier ist Wasser durchgeflossen mal. Das würde diese Form auch verursachen. Ich meine, klar, der Weg hier ist künstlich angelegt, das ist klar. Aber die Wände halt auch so. Hier haben wir wieder den Turm. Der sieht auch gebaut und aus und so weiter. Jetzt das hier sieht aus, als ob da sehr, sehr lange, sehr, sehr viel Wasser drüber geflossen wäre. Ha. Bernhard. Mitkommen. So, nochmal. Also, Laser. Nee, Fluchdinger. Okay. Ich versuche mal den Fluch irgendwie zu verhindern. Oder zu vermeiden, besser gesagt. Vergesst es. Ach, ich kann nochmal verflucht werden. Oh, ich verliere ganz ordentlich HP. Okay, ich sollte nicht in dieses Feuer da reingehen. Gut, dann halt nicht. Von hier aus mache ich auch Schaden. Problem ist, der werte Herr Bernhard rafft es nicht, dass es gut wäre, die Sensen-Ische hier rauszutriggern. Weil nicht sie macht diesen Konjunktivstand, sondern dieses dämliche Feld von ihr. Das ist das Problem. Und der Laser, genau. Wenn man es weiß, ist es kein Problem. Jetzt spawnen sie wieder die Teile. Abstand, Abstand, Abstand. Schieß die. Ah, die macht einen. Au. Okay, ja, das ist okay, das ist voll in Ordnung. Jawohl. Hä? Wie hat mich das denn jetzt bitte getroffen? Willst du mich verarschen? Jetzt kommt sie. Na, endlich. Die hatten Wumms drauf, okay. Bin gedodged eigentlich, aber egal. Ach ne, ihre Anwesenheit verflucht mich auch, okay. Ich würde mal gerne einen Schlag landen. Was wird das jetzt? Au. Ja, okay. Frage beantwortet, danke. Komm, bin ich gerade so auf Max-Range gewesen? Willst du mich verarschen? Warte, wird die von dem Feuer auch geheilt? Das ist ja übelst dumm. Ja, okay. Da habe ich mir so ein bisschen selber ins Knie geschossen. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Renn doch! Dann renn halt nicht. Mhm. So. Um nur mal das wieder wegzukriegen, was ich versehentlich mit der Wärme hochgeheilt habe. Ich muss ganz gerne weitermachen. Soll ich in Bewegung bleiben, trifft mich der Laser nicht.
spawnst du die Scheißdinger wieder. Mhm, jawohl. Gott, das ist dumm hier gerade. Aber hey, wenn es funktioniert. Jetzt hat sie gerade ein bisschen rumgespackt. Na, Chandra. Heißt die, sehe ich gerade. Ah, der Bogen! Die Hidden OP-Waffe! Also, ich würde mal sagen, Bogen macht diesen Kampf sehr viel einfacher. Wahrscheinlich gibt es auch irgendeinen Trick, mit dem man nicht dauernd diesen kontinuierlichen Schaden von ihr kriegt. Aber hey. Was ist das jetzt? Zum Thron gehen. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Warte, Moment, halt. Das war's? Den letzten Boss rotzt man easy weg, indem man auf Abstand bleibt und Bogen durchspammt? Euer Ernst? Das war der letzte Boss? Wenn ich an Gwen denke, ich meine, gut, der war nur schon an irgendwelchen Wänden hängen geblieben bin. Aber jetzt im Ernst, das war der letzte Boss? Weil ich meine, dass es mal einen Boss im Spiel gibt, den man besiegen kann, indem man Bogen durchspammt. Ja, aber doch nicht der letzte. Hä? Ich meine, riesige Arena ist ja prima, bleibt nicht an irgendeinem Scheißdreck hängen. Gut, diese Schlucht da, die könnte vielleicht arschig werden, wenn die... Aber die hat sich halt so überhaupt nicht bewegt. Und dann doch könnte man easy einfach weggehen und dann halt Bogen. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja gut, muss mal durch. Also ja, nicht komplett durch. Ja, die DLC-Gebiete fehlen ja noch. Die mache ich... noch. Man kann jetzt in Dark Souls 2 die einfach nach dem Ende weiterspielen. Die mache ich jetzt aber nicht direkt im Anschluss. Ich werde erst Dragon Age Inquisition spielen. Gibt's als nächstes. Ja. Zum Spiel zu sagen, was gibt's denn da großartig? Also das Ende... War wieder wie in Dark Souls 1.
Ich fand es in Dark Souls 1 schon kacke. Ich finde es hier wieder kacke. Ansonsten, Dark Souls 2. Bevor ich damit jetzt anfange, sollte ich vielleicht vorweg was sagen. Ich bin jemand, der der Meinung ist, dass die Dark Souls-Reihe overhyped ist. Es sind keine schlechten Spiele, aber sie sind nicht so großartige Meisterwerke, wie sie dargestellt werden. Die Optik, Bombe. Die Story kann vielleicht gut werden, weiß man nicht, man kriegt sie ja nicht mit. Weil ich meine, dass die Story einem nicht die ganze Zeit wie ein Erzähler aufs Auge gedrückt wird, ist ja okay, machen zum Beispiel die Gothic-Teile auch nicht. Außer dann am Anfangssequenz, aber das macht das Spiel ja auch. Aber in Dark Souls ist so, du kriegst da Story nur mit, wenn du weißt, was passiert. Wenn man weiß, was passiert, dann bemerkt man so einzelne Hinweise und denkt sich so, ah ja, das ist das und das. Aber ansonsten nix irgendwie. Das hat mich in Dark Souls 1 aufgeregt und hier war es irgendwie noch schlimmer. Vor allem der Witz ist ja im DLC, also in bei der Prepare to Die Edition im, Ulasil, diese Mini-Arc mit Artoridas, da hast du Story mitgekriegt, das war auch wenig. Aber es war genug, um als Blindspieler mitzukriegen, was passiert denn hier eigentlich. Ich glaube Prepare to Die Edition, also dieses Ulasil DLC, kam das vor oder nach Dark Souls 2, das weiß ich jetzt nicht. Dark Souls 3 wird trotzdem gespielt werden. Einfach damit die Reihe komplett ist. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass ich mich zum Spielen zwingen müsste. Das Problem ist halt wieder, Dark Souls wird ultra hart von seinem Kampfsystem gecarried. Das Kampfsystem ist super geil. Du willst mit diesem Kampfsystem spielen, aber nicht das. Und dann, größtes Problem, Dark Souls 2. Als Nachfolger von Dark Souls 1. Also, ein Spiel, das später rauskommt als ein anderes und dieses fortsetzen will, sollte doch zumindest irgendwas besser machen, oder? Weil ich meine, es waren ein bisschen rundere Animationen. Ja, das hat sich ganz nett angefühlt. Wieso nicht? Was in Dark Souls 1 nicht gescheit funktioniert, hat jetzt immer noch nicht funktioniert. Das mit dem HP-Cap war kompletter Bullshit. Was mich auch so ein bisschen gestört hat, in Dark Souls 1 hat man so das Gefühl gehabt, dass so alles zusammenhängt, obwohl das Archiv des Kaisers und Anor Londo abgetrennte Gebiete waren. Es hat so alles zusammengehört, alles war so ein großes Ganzes. Jetzt hier die einzelnen Gebiete, klar hat man nahtlos vom einen ins nächste laufen können, aber es hat sich irgendwie nicht so angefühlt. Es hat sich nicht als Einheit angefühlt, es war einfach wie so ein... Etwas wie so neue Level. Man kommt halt in ein neues Level und das ist dann so. Das ist nicht schlimm, wenn man mit Dark Souls 2 anfängt, aber man vermisst es, wenn man Dark Souls 1 gespielt hat. Dann Anpassung, das war einfach nur kompletter Scheißdreck. Dodgen in Dark Souls 2, ja. Klingt jetzt, als ob es viel zu meckern gäbe. Gibt's auch. Beziehungsweise klingt es, als ob ich nur am Meckern wäre, was der Fall ist. Spaß. Also, jetzt mal im Ernst. Das Spiel ist okay. Es ist nicht übertrieben gut, es ist okay. Es ist kein würdiger Nachfolger für Dark Souls 1 und das sag ich, jemand, der bei solchen Sachen ja eigentlich sehr kritisch ist. Weil während ja alle sagen, Dragon Age 2 ist kein würdiger Nachfolger für Dragon Age Origins, sag ich ja, oder Gothic 3 ja auch. Wo ganz viele sagen, hä? Nö, ich find's prima. Okay, Gothic 4 war scheiße. Aber Dark Souls 2, das gilt wirklich zu Recht als schwächster Teil der Reihe, muss man halt echt mal sagen. Wie gesagt, im Großen und Ganzen ist das Spiel ganz nett, ja. Aber halt leider halt auch nicht mehr. Ja, muss man halt mal sagen. Ich lasse die Credits mal noch durchlaufen und guck, wie es dann weitergeht. Ob das so ist wie bei Dark Souls 1? Nee. Kann es ja eigentlich nicht sein, weil einer meint ja, man könnte nach dem Ende weiterspielen. Ja, also. Skippen kann ich die Credits nicht. Motion Capture? Okay. ich wollte doch noch irgendwas anderes sagen. Was war denn das? Jetzt bin ich rausgekommen, weil auf einmal Motion Capture stand. Die werden mit Motion Capture gemacht, die Bewegungen, okay? Ja gut, es sind sehr viele Humanoide. Sachen drin. Also,
Ist schon nicht so abwegig, das mit Motion Capture zu animieren. Ne, egal. Ach ja, die ganzen NPC-Invades, die haben natürlich genervt, aber das sind so Kleinigkeiten, über die kann man wegsehen. Weil ich meine, die meisten NPC-Invades kommen einmal und dann nicht mehr, außer der Verlassene. Der war hart unnötig, aber wie gesagt, das sind so Sachen, die sind... Es gibt einmal Qualität und es gibt Kosmetikfaktoren. Ins Positive wie auch ins Negative. Die ganzen... Dass die Map mit NPC-Invades zugeschissen war, das war eher so ein negativer Kosmetikfaktor. Das war nicht wirklich... Das war jetzt nicht, dass ein schlechtes Spiel ausmacht. Das hat halt ein bisschen genervt. Pyromantie war besser als im ersten Teil. Das Bogenhandling war besser. Dann halt, ja, wie gesagt, die Animationen wirkten ein bisschen runder. Das war ganz angenehm. Und ist ja der Grund, warum Leute, die mit Dark Souls 2 oder 3 anfangen, sagen, Dark Souls 1 leckt irgendwie für sie, weil es halt weniger Frames hat. Bzw. Dark Souls 1 läuft ja auf 30 FPS und ich glaube, das hier lief jetzt auf 60 FPS. Es ist halt echt schwer, Sachen zu finden, die Dark Souls 2 besser macht als Dark Souls 1. Und wenn, was war das am Ende, bitte? Ich meine, bei Gwyn wurde dir ja immerhin noch irgendwie erklärt, was das für ein Oschi ist, wenn du im Intro aufgepasst hast. Aber jetzt am Ende diese, wie hieß die? Die Skelettische mit der Sense. Hä? Weil ich meine, Dark Souls 1, was war da Story? Da war, einst haben die Drachen das Land verwüstet, blablablub. Dann hat sich Gwyn erhoben, zusammen mit Seth, Neith. Ist ja schon wieder Neith, Lito. Nito. Mit Seth, dem Schuppenlosen, der sein eigenes Volk verraten hat. Nito. Izalith und dem Bettler, oft vergessen. Was mit dem war, hat man auch nie erfahren. Stattdessen kamen die vier Könige. Ja. Und so hat diese Welt aufgebaut, so ist dieser ganze Scheiß entstanden. Hier ist es, ja, hier ist Fluch, da sind Untote, verlorene Seelen, du bist auch so ein, jetzt bist du durch, jetzt haben wir's und jetzt geht's wieder von vorne los. Ah, hier bin ich jetzt, okay. Sagst du was? Bearer of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Until hope has fully withered. Ich sag dir, wann das passiert ist, Mädel. Das ist in dem Moment passiert, als ich das hier ins CD-Laufwerk geschoben habe. Nee, also mal ganz im Ernst. Ich finde diese Dark Souls-Enden einfach kacke. Weil es kein Ende ist. So nach Mottos, alles führt Katz und jetzt wieder von vorne. Hui, super. Ich meine, es gibt gute Enden und es gibt schlechte Enden. Und es gibt gut inszenierte Schleifenenden. Ich sag nur Tube Clash. Aber das hier? Nee. Also da kann ich mich nicht mit anfreunden, sorry. Naja gut, diesmal war es nicht so eine harte Enttäuschung, weil ich es erwartet habe, aber... Naja. Wie gesagt, die DLC-Gebiete macht man sicher noch irgendwann. Nicht direkt im Anschluss, aber irgendwann mal. Weil, wie gesagt, das hier geht ja nicht verloren. Ansonsten... Ja. Oder das mache ich vielleicht in einem Stream. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Wie auch immer. Zumindest kurzfristig ist das Projekt Dark Souls 2 hier für den Moment mal fertig. Geht dann mit Dragon Age Inquisition weiter. Und danach mal schauen. Die Witcher Teile habe ich auch noch alle Let's Playen. Ja. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Sagen wir es mal so. Jetzt gibt es erstmal als nächstes Dragon Age Inquisition. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. I'm not going to be able to do that.